F18-Kampfjets, Lenkrakete und Super Pumas. Blick.ch macht sich auf den Weg zum Herzstück der Schweizer Luftwaffe, nämlich zum Militärflugplatz Bayern. Die Reporterin Barbara Lanz wird standesgemäß von einem Super Puma abgeholt. Zusammen mit anderen Journalisten macht sie sich auf den Weg zu der Airbase Bayern. Ich habe generell Respekt vor dem Fliegen. Ich finde, das ist noch angenehm. Es ist so ein bisschen wie im Bus. Fühlt sich an. Vom Platz her. Und schöne grosse Fenster. Ist okay. Und schon geht's los. Der 7-Tonnen schwere Helikopter fliegt vom aargauischen Frick ins Wattland. Bayern nachkommen bestätigt sich der erste Eindruck. Die Blickreporterin ist positiv überrascht. Ich bin recht überrascht, wie ruhig das war. Also die Lautstärke ist zwar enorm, aber der Flug selber ist extrem ruhig. Also es ist wirklich wie Busfahren nach wie vor. Für die Schweizer Armee ist der Militärflugplatz Bayern die wichtigste Luftwaffenbasis. Es ist die Welt von Peter Christele. Seit 12 Jahren ist er auf Platz. Wir haben Reparaturzüge. Wir haben Fliegerzüge, die Bereitstellung und Betrieb machen. Wir stellen eigentlich den Flugbetrieb von A bis Z am Boden sicher. Wir haben auch Waffenwarten, die dort noch dran sind. Damit die üben können, haben wir Manipulier-Lenkwaffen, wo man die Handhabung dieser Lenkwaffen trainieren kann, auch hier bei einem normalen Trainingsbetrieb. Durch die verschiedenen Gilets kann man die Funktionen der Mitarbeiter erkennen. Rote Gilet ist für alles, was Waffenwart ist. Beige Gilet ist alles, was Flugzeugwart ist. Und die weiße Gilet, das ist der Zugführer, der Chef hier auf Platz. Und dann sehen wir noch die grüne Gilet, das sind Profis, das sind die sogenannten Troubleshooter, die dazugerufen werden, wenn man irgendwo ein Problem feststellt. Und bald gibt es ein Jubiläum zu feiern. Im 2014 wird die Schweizer Luftwaffe 100 Jahre alt.